Willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Hönigswald die Institution, in dem Lernende und Lehrende miteinander agieren, begreift. Hönigswald begreift die Institution Schule als Ort der Erkenntnis und sozialen Ordnung. Das gründet darauf, dass er die Schule als eine sittliche Gemeinschaft fasst, die die Voraussetzung für alle anderen bzw. weiteren Gemeinschaften darstellt. Die Lehrerinnen und Lehrer stellen innerhalb dieser pädagogischen Gemeinschaft das Symbol der pädagogischen Betätigung dar. Die Schülerinnen und Schüler sind, genauso wie die Lehrerinnen und Lehrer, von einer sozialen Ordnung in dieser Gemeinschaft umgeben. Diese soziale Ordnung ist durch soziale Grundsätze gegeben, die vom Prinzip der Gegenständlichkeit hergeleitet werden. Innerhalb dieser Gemeinschaft sind Lernende sowie Lehrende gleichgestellt und frei. Alle Mitglieder einer pädagogischen Gemeinschaft müssen sich an den Normen und Gegebenheiten der Schule als sittliche Gemeinschaft orientieren. Die Schule als sittliche pädagogische Gemeinschaft selbst unterliegt ethischen Werten, die an der wissenschaftlichen Wahrheit orientiert sind. Dies zeichnet die pädagogische Gemeinschaft aus. Allein der Begriff der Erkenntnis beschreibt, so Hönigswald, die Schule als ethisch gegliedertes System. Wichtig dabei ist, dass die Schule nicht nur ökonomischen und zweckmäßigen Sinn hat, sondern eben Ort der Erkenntnis ist. Das unterscheidet die Schule als pädagogisch-sittliche Gemeinschaft von anderen Gemeinschaften und vor allem dem Staat. Aus diesem Grund ist die Schule selbst allen anderen Gemeinschaften sowie dem Staat vorrangig. Danach erst können sich andere Gemeinschaften entwickeln. An dieser Stelle übt Hönigswald Kritik an manchen Vorhaben, die Schule selbst als einen kleinen Staat zu organisieren. Das würde den Sinn von Schule und deren Eigenart einer pädagogischen, sittlichen Gemeinschaft der Erkenntnis völlig verkennen. Denn, so Hönigswald, die Schule stellt den wichtigsten Ort dar, damit das Bewusstsein über Pflichten zu sozialer Aktivität geschult wird. Die methodische Gestaltung eben dieser Aktivitäten fällt dem Lehrenden zu. Für Hönigswald ist die Schule der Ort der Erkenntnis. An diesem Ort wird das soziale Bewusstsein der Lernenden geschult. Die soziale Struktur und Ordnung der Schule, dessen moralische Grundsätze und ethische Vorstellungen ergeben sich aus der Bezogenheit auf Sinn, das heißt auf Gegenständlichkeit. Damit ist Schule selbst der Gegenständlichkeit, also dem Sinn, verpflichtet. Zusammenfassend beschreibt Hönigswald die Institution Schule als einen Ort, an dem Erkenntnis stattfindet. Das wird durch die Bezogenheit auf Gegenständlichkeit gewährleistet. Durch den Begriff der Erkenntnis allein, so Hönigswald, wird die ethische Grundstruktur der Schule beschrieben. An diesem Ort sind Lehrende sowie Lernende gleichgestellt und frei.